Nee, schon, Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Habe der Mensch, Neptunia Rebirth 2. Heute geht's endlich ins Landcastle. Ich habe ja auch lang genug gebraucht, um endlich mal so weit zu kommen, ne? Letzte Folge war nämlich auch schon wieder fast nur, Gequatsch und Vorbereitung. Und das ist ein verdammt cooler Dungeon. Alter, endlich mal neue Dungeons. Das macht mich gerade super happy. Alter, ohne Scheiß. Dass wir endlich mal neue Dungeons kriegen, das erfreut mich gerade. Okay. Guardbreak. Seid ihr Bacon Vader? Bacon Vader. Mhm. Sie hat einen Heilskill? Vor allem, dass wir hier mit allen rein dürfen. 50% für alle in Range. Für 553. Warum so eine merkwürdige Zahl? Da ist bestimmt was hinter. Das ist garantiert irgendwie ein Easter Egg, was ich nicht verstehe. Lost Purple C? Ne, warte mal. C? Lost Purple? Oh! Ja, warum nicht, ne? Das ist ein cooler Dungeon! Alter! Miss Speedy! So Speedies! Dead! Hot Magic Lightning. Sie lernen jetzt auf einmal alle Sachen. Ah, ein Ring. Ah, nee, bräuchte ich doch jetzt gar nicht mehr. Oh, da hinten ist ein Drache. Und ich glaube, genau diesen Drachen muss ich umhauen. Ich glaube, genau den muss ich umboxen. Weil der droppt etwas, was ich brauche. Soweit ich das weiß, kann ich nämlich damit den, das Kolosseum freischalten. Dungeon. Change Dungeon. Oh. Hier liegen überall Sachen rum. Made. Jinko's Head. Jetzt erstmal wieder rauskriegen, wem das Ganze gehört. Keine Ahnung. Ach, für sie? Alter, sie sieht aus wie ein großer Osterhase von Lind. Schade, sie hat immer noch nicht Raging Fist. Raging Fist war so mächtig. Tot. Das ist ein Safe Point, der trifft sich eigentlich auch ganz gut. Kann ich den nämlich auch gleich benutzen? Dich suche ich doch. Du bist auch Teil einer Quest. Deine hässliche Existenz. Hm, da. So, jetzt kommt er da ran. Oh, ich hab grad Raffaello gegessen. Kennt ihr das, wenn ihr Kokosnuss esst und dann der ganze Kram... Du hast Stunden noch was zu knabbern. Das ist das Fiese an Kokosnuss. Du hast über Stunden und Stunden noch was zu knabbern. Godbear, Maid und Claymore. Ja, Claymore ist doch garantiert für dich. Hätte ich das geahnt, hätte ich kein Geld für dich ausgegeben, Mädchen. Wie viele von diesen Lion Vader brauchen wir denn?
mal gucken. Quests, Active Quests. Haben wir noch nicht. Davon brauchen wir noch 3. Ein Metal Jelly. Metal Jelly habe ich schon gesehen. Es gibt da drüben. In dem anderen, im nächsten Bereich. Das hat ja 2 Gebiete. Ah, sehr schön. Euch brauche ich. Dann brauche ich nämlich nur noch 1. Zack. Alter, riesen Attack Range, das Ding. Warum habe ich Mate, das Ding jetzt Mate einfach gefunden, oder? Die Pläne dafür. Ich glaube, die Pläne, oder? Ja, die Prozesse, die Pläne dafür. Kann ich sogar alles herstellen. Ja, wenn ich's hab, ne? Wenn ich's hab, dann hab ich's. Was? Ach nee, das sind alles Stinkies, alle Schweinies. Oh. Moment. Weggelasert, Maximum Damage. So durch die Mitte konnte ich gar nicht. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal. Wie habe ich das hier übersehen? So, dann wollen wir uns doch einmal den Drachen hier vorknöpfen. Aber erstmal du. Ach shit, da ist kein Lion Way dabei. Weg. Aus dem Weg. Du da. Genau du. Den hier habe ich gesucht. Dann sind wir nämlich in dem Gebiet soweit fertig. So. Red ist immer noch total überlevelt. So, dann wollen wir doch den Drachen mal versuchen. Contesten wir mal Dragon und hier hängen überall Spinnen rum. Das ist total widerlich. Nidhogg. Der fucking Nidhogg. Mhm. Hayuken! Ja, das ist total machbar. Da mache ich mir jetzt wenig Gedanken drum. Ich kriege alle damit. Wie sieht sie jetzt? Jetzt mit dem neuen Body? Das sieht alles bei ihr sehr passend aus, finde ich. Läuft. Ah, das bringt nicht so viel. Aber er macht doch nicht viel. Das ist effektiver auf jeden Fall. Das macht auch mehr Schaden, die Kombo. Alter, der hat überhaupt keine Schilde. Der hat ja gar nichts. Der hält sich nur ziemlich viel hoch. Aber der hält ja gar nichts, außer an Schilden. Irgendwas über dem Limit. Ah, sehr schön, und dann treffen wir auch nicht mehr. Ach ja, weil Blanc nicht, ja. Dann halt eine 10-Hit-Combo. Daneben. Ich verfehle einen gigantischen Drachen. Das war schöner Schaden. Und wenn wir schon mal dabei sind. Wow.
入れてみせます。Daneben. Ist das dein Ernstspiel? Daneben? Wirklich? Das sah mir nämlich nicht nach daneben aus. Old Dragonhorn, yes. Genau das hab ich doch gewollt. Colosseum Unlock. Oh yeah, das... Okay, hätte ich bis hierhin gespielt... Ich bin mir unsicher. Hätte ich bis hierhin mir das Ganze sparen können mit dem ganzen Grinden, weil das Colosseum hätte mir wirklich einiges, um so einiges leichter gemacht. Da, das weiß ich aus erster Hand. Das Colosseum... Ich kämpfe lieber 10-mal dieselben Kämpfer, aber hab instant das Ergebnis, als halt jedes Mal wieder hin und her zu rennen, um das Ergebnis abzuholen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sehr schön. Weil das Kolosseum hätte mir das um einiges leichter gemacht. Um so sehr viel einiges. Nur mal gucken, kann ich hier... Das geht um einiges dann hoch. Und das erhöht die Tech um so einiges. Mal von der Vitalität ganz zu schweigen. Gute Idee. Aha. Auf jeden Fall haben wir jetzt einfach mal das Kolosseum freigeschaltet. Und ich sehe es ja kommen, ich hätte mir das um so vieles einfacher machen können. Aber ganz ehrlich, woher soll man das auch wissen? Ich meine mal ehrlich, es sagt irgendwo nichts irgendwie mal darüber, wann du irgendwas zu machen hast, für welches Ende. Rein theoretisch hätte man mir das nicht geschrieben. Auf hier... sämtlichen Medias. Dann hätte ich höchstwahrscheinlich einfach so lange gezockt, bis ich irgendwann vom Ende einfach enttäuscht gewesen wäre. Weil ich nicht ahnen konnte, dass das alles mit den Shares so weit zusammenhängt. So. Also sagen wir ehrlich, man weiß es nicht. Ach, Metal Dogo. Da ist das Ding also. Alter. Dankeschön. Wir brauchen zum Glück nur einen von den Schleims, richtig? Ein Metal-Dogo-Slime. Ich glaube, allein den zu kriegen dürfte schon witzig genug werden. Okay. Paff, hau die Blume. Metal Jelly. Teaches Melancholy. Ja, genau das ist das, was ich wollte. Eigentlich müssten wir noch denn die Spinnen kaputt machen. Oh! Aber irgendwie habe ich da gerade gar keine Lust drauf. Lohnt sich das überhaupt? Da fehlen uns noch drei. Für eine Princess Ribbon. Nah, das lohnt jetzt nicht. Nah. Wenn du anfängst, Histi abzulecken, ne? Ich reiß dir die Zunge aus. ほどほどにしてくださいよ。
大丈夫だ。自制心には自信がある。では失礼して。ドブス。やめてください。この変態。あ、くくくくく。変態は褒め言葉だ。あいつら、早く来てくんねえかな。いた、イースンさん。ネプギアさん、なんて来てしまったんですか。おお、あれは幼女。ゲッ、あの時の変態。ファッドロボット。あの人。あ、くくくくく。なに、怖がることはない。さあさあ、こっちへおいで。約束通り来てやったんだから、人質を話しなさいよ。なに、バカ言ってんだよ。悪の組織が律儀に約束守るはずがねえだろ。まあ、そうだろうと思ったけどね。いかん、それはいかんぞ。お前たちが手を出してきたら、こちらも人質に手をかけざるを得ない。頼むから、この手で幼女を傷つけるようなことはさせないでくれ。イーソンさん、どうすれば。分かってもらえたか。では、まずは二人の幼児をこっちにおいで。Stranger danger. Stranger danger. いや、ロムちゃんに変なことしたらただじゃ置かないわよ。で、大丈夫だよ。こう見えても犯罪組織一の紳士だからね。あ、幼女だ。こんな幸福があっていいのだろうか。ちょ、やだ。息かけないでよ。気持ち悪い。すみません。私が不甲斐ないばかりに。まあ、あっちはあっちで楽しんでもらうとしてだ。トリックスハード様、こっちの二人は好きにしちまって構わねえですよね。うん、幼女以外に興味なし。よっしゃ。おい、てめえら、逆らおうなんて気起こすんじゃねえぞ。さて。ネプギアさん、ユニさん。最高だ。最高の気分だぜ。この調子に乗るんじゃ。お、反抗的な目つきだな。いいのか、こっちには人質がいるんだぜ。ネプギアちゃん、ユニちゃん、やめさせなさいよ。おとなしく捕まってあげたでしょ。あっ、くっくっくっ、やめさせたいか。それじゃあ、一つ言うことを聞いてもらったりしちゃうかな。何をさせる気よ。どうせ変態なことなんでしょ。なーに、難しいことじゃない。君たちが犯罪組織に入ってくれればいいんだ。犯罪組織に入ってくれれ。何をバカなこと言っているのです。ネプギアちゃん、ユニちゃん、犯罪組織に入ったらもういじめない。ラムちゃん、何言ってるのよ。だって二人が。それは本当に約束は守ってくれるの。もちろんだと思う。幼女と交わした約束は絶対。じゃあダメ。ネプギアちゃん、私なら大丈夫だから。だから絶対犯罪組織なんて入ったらダメだ。こいつの攻撃なんて全然効いてないわよ。もし犯罪組織に入ったら、真っ先にあんたたちから倒してやるからね。二人とも減らず口叩いてんじゃねえよ。おら、おら。あ、余計に怒らせちゃったね。このままじゃ大変なことになっちゃうよ。もう嫌だ。私も嫌。そうだろう、嫌だろう。
それじゃあ今すぐは守ってもらってばかりなのは嫌。誰かを助けられないのは嫌なの。うわ、なんだ、幼女が光り輝いて。これはお二人の力が急激に上がっている。今度は私が。もう好き勝手させないんだからね。な、何やってんすかトリックスハード様。パワーアップするくらい全力で幼女に拒絶された。Letzteres das kann ich dir erfüllen, du Freak. 落ち込んでる場合じゃねえっすよ。まだ人質がいるんです。無理やり言うこと聞かせりゃいいんですよ。そうだったな。おい、こっちにはまだもう一人の幼女。探してる人質はここかしら。あんたたちがバカやってるうちに取り返させてもらったわよ。Spiel? What?はい、私はなんとも。お姉ちゃん、他のみんなも罠って分かってて黙って行かせるはずがないでしょ。こっそり後をつけて。ロムとラムが隙を作ってくれた。もう我慢しなくていいよ。こんな奴ら思いっきりやっつけちゃおう。そうね、やられっぱなしで黙ってられないものね。私今回はすごく怒ってます。どうすんですか。めちゃくちゃ怒ってますよ。うろたえるな。多少遊びが過ぎただけだ。戦いで遅れを取るつもりはない。あんたのことはずっと前からやっつけてやるって決めてたんだから。私たちを洗脳したこと、体中をペロペロしたこと、それにエプキオちゃんとユニちゃんをいじめたこと。こういう展開待ってました。Dir reiß ich die Zunge raus. 私の相手は誰かな? Du Ekelpaket. Du kriegst so die volle Dröhnung, das sag ich dir. Shoryuken! 任せてください。Ja, das passt alles sehr schön. Das tut jetzt mehr weh, als du hoffen willst.いや、perfekt。Er hält sich immer noch so verdammt viel hoch wie damals. Gut. Mal gucken, ob wir diesmal da richtig gegenhalten können. Das ist also euer neuer Style, wa?Northern Cross. Wow. 夜空に輝く北斗十字。その光にて悪を滅ぼさん。Northern Cross. Nami. Northern Cross も追加。Das hat schön reingedrückt. Und debufft auch noch. Ja, ich will mal sehen, wie du dich dagegen heilst, mein Freund. Das will ich durchaus sehen. Ja, Magic Damage, ne?決めさせてもらうわ。Und das ist so ein guter Debuff auch noch. 20.000, das kann man wegmachen. Das ist super ausgleichbar. Kein SP mehr. Gut, dann muss das halt erstmal so sein.
Das war ein Level 2, genau. Ach, shit. Aber Nebgear ist leider noch dran, das ist gut. Gut, Nebgear muss gleich heilen. Und zwar Tekken, weil sonst... Ich weiß nicht, ob Tekken das sonst überleben kann. Ja, das sollte sie aber jetzt durchhalten. Ja, das hätte knapp werden können. Sekunde einmal. Ne? Dass mir das immer wieder durch die Lappen geht, ne? Wow. Okay, der Schild ist weg. Zumindest so gut wie. Durchaus adorable, dein Schaden. Nur mal so. Soll ich wieder wechseln? Ja. Wow. Triff's ja nicht mal, mein Freund. Sag dir, ich reiß dir die Zunge aus, ey. 3000 durch Blitzsaber. 4000. Sehr gut. Alle wieder full life. Goddammit. Lass mir mal Cave ran. Nee, Moment. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Cave damit boosten. Shit. Song. Bam, Shoryuken. この ターン で決めるわ。見たこともない弾幕を見せてあげるわ。Wow. Okay, und da fehlt einfach mal total. Cave, genau. Macht Cave nämlich noch mehr Schaden. Als ob sie nicht schon genug macht. Das Schöne ist, Rom kann auch weiterhin richtig schön auf Distanz bleiben. Hier passiert da hinten einfach nichts. Gut. Doch, da kann man locker, wenn denn auch mal zur Not gegenheilen. Der ist einfach nur tanky, der Penner. Warum hat er gar nicht mehr seinen scheiß Special Move von letztens? Aua. Fuck. Okay, Moment. Aua. Nicht cool. Der heilt sich auf einmal auch wieder mehr hoch. Third Break.
Nee, wenn, dann möchte ich nur eine Leiste aufbrauchen, nicht zwei. Kugeln! Alter Schwede. Lieber erstmal raus mit dir. Kennst du das noch, mein Großer? Alter! Wow! Das ist aber so OP wie vorher. Das überlebt er nicht. Alter, nee, das überlebt er auf keinen Fall. まさか私がここまで追い込まれるなんて。もっと強くなる。アンサーブレイド。ジャンキーも強くなった。ファイ！レベルアップ。幼女の手にかかって倒れるか。我が生涯に一片の悔いなし。消えたわね。いろんな意味でいやらしい敵だったわ。ラムちゃんとラムちゃんのおかげだよ。頑張ったよ。私たちがちょっと本気出したらこんなもんよ。そういえば下っ端は見当たらないですね。戦ってる間に逃げたでしょうか。逃げ足だけはさすがに。皆さん、ご迷惑をおかけしました。イースンのせいじゃないよ。悪いのは全部あいつらなんだから。敵に乗せられたのは私たち全員。さて、こっちは片付いたわけだけど、もう一つ大きな問題が残ってるわね。うん。私の国が犯罪組織に乗っ取られるなんて許せないことだよね。すぐに取り返さなきゃだよ。 My nation's cookie jar。ご自分の国のことはご自分でと言いたいところですけど。はい、他の国の協力がなければ奪回は難しいです。早急に作戦を考えないとね。教祖たちにも集合かけましょう。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。堅苦しい挨拶は抜きだ。要件は全はい。では早速ですが、皆さんにはプラネトゥール奪還作戦に。リーンボックスは全力をもって協力するわ。今回の件は私に責任の一端があるし。まあ、国一つが犯罪組織に占拠されているという状況は。協力することに依存はありません。具体的な作戦については。複雑な作戦を立案している時間はありません。ですので今回はシンプルに各国の総力をもって。確かに分かりやすい作戦にゅ。こちらにも多少の被害は出るでしょうけど、確実で効果的ですわね。それじゃあその作戦で決定。早速出発。待ってください。一つだけ問題があるんです。たとえ数で押しても敵の指揮官だけはどうにもならないと思います。そこで皆さんは別動隊としてその指揮官の相手をしていただきたいんです。へえ、そんな強いやつがいるんだ。その指揮官って誰？確か
マジック・ザ・ハードと呼ばれていました。マジック・ザ・ハード？あいつか。それなら喜んで引き受けるわ。一応因縁の相手だしね。それでは作戦の決行は明朝とします。皆さんよろしくお願いします。マジック・ザ・ハード、どうしたの？不安そうな顔してるよ。ううん、何でもないよ。何でも、いかにも何でもあるって顔だな。大丈夫だよ、ネプギアは3年前よりものすごく強くなってるんだから。そうかな。それに今回は私たちだけじゃなくてネプギアのお友達も一緒なんだよ。だから絶対勝てるってお姉ちゃんを信じなさい。Da sollen wir jetzt wieder hin? Oh je, davon habe ich gelesen. Das ist das Ende dieses Chapters. Da entscheidet sich alles. Alles, was für ein Ende wir bekommen und wie es ab da weitergeht. Wir werden sehen, was uns erwartet. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.